Ja, servus Leute, euer Naska am Start. Heute mit einem Unboxing vom iPad Air. Ist ganz frisch eingetroffen. Heute haben wir den 2. November 2013. Und das neue Topmodell von Apple ist am Start. Und das möchte ich heute mit euch zusammen auspacken. Die Packung ist Apple-typisch, wieder ganz steril gehalten. Weniger ist mehr. Und wieder alles perfekt an seinem Platz. Wir haben hier das 16 GB Wi-Fi-Modell in Weiß. Und dann wollen wir das Ganze mal aufmachen für euch. Heute habe ich mir extra weiße Handschuhe angezogen zur Feier des Tages. Denn das ist wirklich ein verdammt, entschuldigt den Ausdruck, geiles Tablet. Und es wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken beim Besitzer. Und der hat extra nämlich gewartet, den ganzen Tag, dass ich nach Hause komme und es auspacken darf. Die schöne Folie weg. So, jetzt hoffe ich, dass man das Ganze rausbekommt mit meinen Handschuhen, mit meinen tollen, ohne dass ich den Karton verschamariere. So, das funktioniert doch schon. Ja, und da haben wir das wunderschöne iPad Air. Ihr seht schon am Design, es ist angepasst ans iPad Mini. Das heißt, wir haben hier schmälere Ränder und wir haben diese abgeschrägte Kante, die auch beim iPad Mini typisch war. An der Front haben wir typisch die Frontkamera, die Rückkamera. Da oben haben wir den 3,5 mm Klinkeneingang. Da haben wir die Power-Taste. Hier ist die Lautstärketaste und den Schiebeschalter zum Festlegen, zum Sperren. Und wir haben hier noch den Lightning-Anschluss und den mechanischen Home-Button. Besonderheit beim Air auf jeden Fall, es ist extrem dünn. Da werde ich euch auch nochmal ein Vergleichstestvideo zeigen. Ich werde vergleichen iPad Air, iPad 4 und iPad Mini. Werdet ihr alle Geräte gleichzeitig sehen und ihr werdet sehen, dass das iPad Air wirklich das dünnste der Geräte ist. Und es hat tatsächlich ein wahnsinnig leichtes Gewicht. Es sind 130 Gramm weniger als das iPad 4 und das merkt man sofort. Ja. Also wirklich fantastisch, liegt fantastisch in der Hand. Perfekt. So, was haben wir noch in der Box? Auf das gute Stück aufpasse. Ja, habe schon gesagt, kriegt keinen Kratzer. Und da haben wir den Power-Adapter mit USB-Anschluss, damit ihr das Ganze auch an eurer Wandsteckdose laden könnt. Das wunderbare Design bei Apple in California. Benutzerhandbuch in Anführungszeichen. Wer eins sucht, das findet ihr im iBook Store in digitaler Form. Das ist so eine Art Kurzanleitung. Und hier haben wir ein Lightning-Kabel. Alles wieder wunderbar, perfekt verpackt. Bei Apple ist allein schon das Auspacken ein Erlebnis. Und zum Vergleich kommen wir jetzt im nächsten Video. Und da wünsche ich euch viel Spaß. Da gehen wir noch ein bisschen mehr auf die Technik und Vergleich zu den anderen iPads auf. Ein, Entschuldigung. In diesem Sinne, macht's gut, euer Asker. Ciao.